Einen wunderschönen guten Morgen, Mittag oder Abend, meine lieben Freunde. Und willkommen zu The Legend of Zelda Breath of the Wild von ITC mit Black Link. Ich habe echt lange drauf gewartet. Ich hatte zwischendurch eine Phase, wo ich sage, fuck, das wird gar nichts. Ich hatte zwischendurch eine Phase, wo ich sage, oh, ich bin skeptisch, aber es ist immer noch eine Cell-Shading-Grafik. Und danach hatte ich eine Phase, wo ich den finalen Trailer gesehen habe, wo ich mir dachte, ich will das Spiel. Okay, also, let's get into it. Ein neues Update ist verfügbar, die Daten werden jetzt heruntergeladen. Schnitt. Und da sind wir wieder. Woohoo, Day One Patches. Voll geil. Ja, natürlich, Black Link. Nicht? Okay. Mal sehen, wie das alles mit dem Nintendo Network später funktioniert. Das würde mich nämlich mal starkst interessieren. Aber fürs Erste spielen wir einfach mal Zelda. Okay. Es fängt ein wenig epic an. So. Schwarzer Bildschirm. Alle wichtigen Filme, Spiele, alles so. Schwarzer Bildschirm. Ich glaube, ich störe hier gerade so ein bisschen, oder? Ich weiß auch gar nicht, wo ich die Kamera platzieren soll. Ich werde das gleich einfach irgendwie spontan so ein bisschen regeln und ihr wisst ja, ich kann das mittlerweile einfach in der Aufnahme umstellen. Die Augen. Okay. Öffne die Augen. Öffne die Augen. Okay, es ist auch... Ich habe befürchtet, ich muss es erst auf Deutsch stellen, aber alles gut. Öffne die Augen. Ah, okay. Alles klar. Okay, gut. Ich kann mich orientieren. Wach auf, Link! Wir sind auch... Jetzt weiß ich, was mich irritiert hat. Wir wurden gar nicht gefragt, ob wir... Wir wurden gar nicht gefragt, wie wir uns nennen wollen und so ein Kram. Normalerweise ist das Every Zelda. Wie heißt dein Charakter? Ohne Scheiß. Ihr wisst, ja, es klingt total komisch, aber das ist wirklich sehr irritierend, dass das Spiel uns aufzwingt, Link zu spielen. Ich habe keinen Stress damit, aber es ist neu. Und das verrät mir, dass es noch storyintensiver wird. Ich bin sowieso mega gespannt auf die ganze Kacke, weil ihr wisst, wenn ihr ein paar von meinen Let's Plays schon gesehen habt und nicht erst zu Breath of the Wild einschaltet, ich bin ein total riesiger Fan von dieser alten Technologie. Kann erst später im Spiel verwenden. Also noch ein bisschen warten. Okay. Sprungknopf. Ausrichtung, Minikönig und Textfelder. Okay. X ist springen. B ist wegstecken. Und was ist dann Y? Das Schwimmen? Egal. Alles klar. Okay. Die Controls fühlen sich okay an. Wohl. Bisschen Tilt-mäßig. Also er schweift ein bisschen nach. Mal gucken, ob ich mich dran gewöhne. Wird schon funktionieren. Kommt schon, ist es Zelda. Dies Hi. Ist der Shika-Stein. Er wird dir nach deinem langen Schlummer den richtigen Weg weisen. Voice Action. Ja. Weniger Arbeit für mich, mehr Intens für euch. Geil, ein Tablet. Shika-Stein. Eine geheimnisvolle Tafel mit einer leuchtenden Fläche darauf.
Obwohl du sie zum ersten Mal siehst, scheint sie dir seltsam vertraut, Taschenöffner. System, Tasche, Tagebuch. Ich kann erstmal nur Erinnerungen auswählen. Nicht. Ja, okay. Ist auch erstmal nur. Okay. Und plötzlich habe ich einen Gürtel. Aber Link in Shorts rumlaufen zu sehen, ist echt auch mal was Neues. Kommt einem gerade, also gerade kommt es mir eher ein bisschen, wenn ich einen Vergleich machen müsste, kommt es mir ein bisschen Xenoblade-mäßig vor. Aber wie praktisch, dass das direkt geändert wird. Ausrüsten. Instinktiv A gedrückt, dann hat der Junge wenigstens mal eine Hose an. Easy. Gibt mir noch ein Hemd. Alles cool. Dass es mir direkt die Möglichkeit gibt, in die Tasche zu gehen und alles auszurüsten, ist ebenfalls cool. Yes! Hey. Okay. Der Ausdauerbalken aus Skyward Sword ist zurück. Ob ich das jetzt gutheißen kann, weiß ich weniger, aber okay. Klatsch kaputt! So. Gibt es damit was Tolles? Erstmal alles untersuchen. Halte den Jeden Stein. Schikastein über das Podest. Dann wird der Weg sich dir öffnen. Schikastein erkannt. Regelung aufgehoben, wirklich wie so ein. Oh. Der Rumble hat sich wirklich gut angefühlt. Du bist das Licht, das Hyrule wieder erstrahlen lassen wird. Es ist Zeit, deine Reise zu beginnen. Gib mir Antworten auf meine Frage, Treppe und Licht. Los, hochsprinten, geil. Vielleicht ein bisschen, okay. Fett. Steuerung total instinktiv. Spiel fühlt sich sehr, sehr gut an. Auf jeden Fall. Fühle ich mich sehr zu Hause mit. Okay. Und das sieht mir vergessen. Joink. Rute. Ein Zweig von einem hylianischen Baum, nicht die mächtigste aller Waffen, aber besser als nichts. Zumindest kann man ihn umherschwingen und nach Monstern werfen. Cool. Waffenangriff. Angreif mit der ausgerüsteten Waffe an. Ah. Crouch mit dem linken Joystick. Genug bewegst du dich langsam, aber leiser fort, so kannst du dich. Okay, cool. Was haben wir hier? Hyrule-Pilz. Der am weitesten verbreitete Pilz der Wälder Hyrules. Er wächst oft in der Nähe von Bäumen, füllt bei Verzehr Herzen auf. Nice. Kann ich das irgendwie. Ja, okay. So. B ist wegstecken. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir nicht. Wie ich in Hyrule Warriors schon sagte, mein Schwert gehört verfickt nochmal auf B. Kann ich das nicht ändern? Kann ich das nicht ändern? Warum kann ich das nicht ändern? Nein!
Okay, gut, okay. Ich habe Videos von Nintendo gesehen, sie haben gesagt, es ist mehr RPG als Oldschool-Zelda-Steuerung. Warum glänzt das? Ich will das, wenn es glänzt. Schnellauswahlwaffe. Aber man wird sich dran gewöhnen. Widerspricht jetzt natürlich absolut jeder Steuerung, die ich irgendwann mal gespielt habe, wenn es um ein Schwert ging. Ach so, mit dem rechten Stick kann ich dann. Ah, alright. Okay, ich halte das Ding gedrückt und check mit dem rechten Stick die Waffen. Ah, okay. Joink. Ich kann. Ist das gut? Fuck yeah, ein Link, der manuell springen kann. Oh ja, richtig, alter Mann. Apfel. Eine in Hyrule sehr verbreitete Obstsorte. Man kann ihn wunderbar roh essen, aber durch Kochen wird seine Heilkraft erhöht. Kann ich dir direkt das Feuer? Nein. Ah, Röstapfel. Über offenem Feuer gerösteter Apfel. Süß und lecker, wenn du ihn isst, füllt er Herzen auf. Hey, das ist mein Röstapfel. Ich hab fast gesagt, ich kann niemand von den Apfel klonen. War nur Spaß. Hier gibt es genug Äpfel für uns beide. Geröstet schmecken sie köstlich. Etwas verwundert bin ich aber schon. Hier trifft man nicht oft andere Reisende. Dann nimm halt nicht. Ciao. Nein. Der sieht aber schon reichlich nach. Weiß nicht. Der erinnert mich so spontan an diesen Maboy-König aus den CGI-Zelda. Hab ich jetzt. Okay. Du interessierst dich für einen Landstreicher wie mich oder fragst du nur aus Höflichkeit? Ich bin ein alter Sonderling. Ah, ja, okay, alles klar. Er ist der König. Keine Ahnung. Der schon seit Ewigkeiten allein hier in der Gegend. Ich habe mich ohne Scheiß, ich habe mich echt nicht spoilern lassen, bis auf ein paar Aktionen, die man im Spiel machen kann, aber storytechnisch oder sonst irgendwas, zero. Hab den Typen heute zum ersten Mal gesehen. Sag mir, was hat dich hierher verschlagen? Keine Ahnung. Wo sind wir? Eine Frage mit einer Frage beantworten. Die jungen Leute wissen nicht mehr, was ich gehört. Ich habe keine Ahnung, was mich hierher verschlagen hat, Mann. Ich bin einfach in einem Pool aufgewacht. Ohne Kater. Und das ist ungewöhnlich. Aber vielleicht ist das Schicksal, dass wir uns hier begegnet sind. Ich werde sie dir beantworten. Schicksal. Wir befinden uns auf dem vergessenen Plateau. Das erklärt mir sehr viel. Dieses Gebiet soll vor langer Zeit die Wiege Hyrules gewesen sein. Doch nicht so vergessen, ha? Das sieht sehr nach der Zitadelle der Zeit aus, wenn ihr mich fragt. Dieser Tempel da soll in alten Zeiten von der Königsfamilie für große Zeremonien genutzt worden sein. Okay, confirmed. Doch vor 100 Jahren ging das Königreich unter. Danach ist hier alles verfallen. Du siehst es ja selbst. Keine Menschenseele mehr weit und breit. Ja, nun. Was du da? Ich mach's mir am Lagerfeuer gemütlich, wie du siehst. Vielleicht röste ich mir gleich noch einen Apfel oder zwei. Die klaue ich dann wieder. Die meisten Sachen werden nahrhafter und schmecken besser, wenn man sie vor dem Essen röstet. Hitze macht Essen wohlschmeckender. Meistens jedenfalls. Ja, das ist wohl korrekt. Aber wir sind in der Tutorial-Phase. Nun denn, ich werde wohl
noch ein Weilchen hier sitzen. Komm ruhig zu mir, wenn du Hilfe brauchst. Ei. Joink. Ne Fackel. Du kannst sie anzünden, indem du sie ins Feuer hältst. Wenn du sie wegsteckst, erlischt sie und muss erneut irgendwo angezündet werden. Oh. Was gedenkst du denn, mit dieser Fackel anzustellen? Ich wollte damit Sachen schlagen. Du bist mein Rabauke. Fackeln sind zum Anzünden gedacht. Ich kann auch Feinde damit anzünden. Nein? Okay? Nein? Nicht? Gut. Wenn du kämpfen willst, nimm gefälligst eine anständige Waffe. Hier treiben sich Monster herum, die würden dir was erzählen, wenn du mit einer Fackel ankämst. Ist doch auch nur ein Stück Holz, wie das blöde Ding auf meinem... Ach, egal. Da vorne, habe ich meine Axt in den Stamm geschlagen. Du kannst ja sehr freundlich, aber ich hoffe, du fuchtelst nicht wild damit herum. Du musst genau auf die Bewegung deines Gegners achten. Ziel erfassen. Im Nahkampf hilft es, Gegner anzivilisieren. Check. Axt. Holzfäller-Axt. Lieblingswerkzeug eines jeden Holzfällers, wenn der Name schon drin steht. Damit fällt jeder Stamm im Handumdrehen. Okay. Link. 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 Was denn? Begib dich zu dem Ort, den der Shika-Stein dir weist. Mit Minus den Herr Shika-Stein zeigt die Module des Shika-Steins. Hauptziele. Okay, wow, wir haben einen Questlog. Geil. Daten des Shika-Steins sind unvollständig. Da brauchen wir aber noch ein paar Day-One-Patches für das Ding, hä? Okay, cool. Nice. Boah, hey. Das ist groß. Cool. Temperatur. Plus 16 Grad, da unten links. Doch, also es sieht so aus, als wenn die Kamera da ganz gut steht. Teleportieren? Nee, erstmal nicht. Schade. Aber ich habe meinen Amiibo ja sowieso noch nicht so weit, wie ich ihn haben möchte. Aber sobald es funktioniert. Ja, ich habe ihn schon bereitstehen gehabt. Sobald es funktioniert, werde ich Lobo dazu holen. Löwenmonster! Hopp! Ups. Shoria! Hey, nice! Oh shit. So eine Axt ist echt langsam. Nur gut, ist ja auch ein Zweihänder. Bockblinhorn. Horn eines Bockblins. Als Kochzutat ruiniert es jedes normale Gericht. Kochst du es jedoch zusammen mit Insekten ein, lässt sich Medizin daraus herstellen. Sehr cool. Was ist das? Bockstock. Bockstock? Hiermit erschlagen Bockblin ihre Beute. Dabei geht der Stock sehr schnell kaputt, aber das ist ihnen dann noch egal. Ausholen. Waffen werfen. Du kannst deine aktive Waffe werfen. Okay, wow. Motion Control. Shoria! Cool. Was ist die Zahl, die da dran steht? Damage, Durability. Hup, hup.
Borgstock. Joink, joink. Borgblinhauer. Diesen stumpfen Zahn hast du nach dem Sieg über einen Borgblin erhalten. Zusammen mit Insekten und ähnlichem gekocht, lässt er sich zur Medizin verarbeiten. Cool. Was ist das dann? Gib mir das, was auch immer es ist. Hylia-Hose, traditionelle Beinkleidung in Hyrule. Der Stoff schmiegt sich weich um deine Beine und ist gleichzeitig widerstandsfähig genug für Reisen. Klingt nach einer Jeans. Cool. Läuft. Dann sieht es wohl so aus, als wenn das auch der Angriff ist. Dann bleiben wir beim Bockstock statt bei der Axt. Jo. Was mich ein bisschen aufregt. Okay. Oder? Kann ich beim Sprinten? Natürlich kann ich beim Sprinten weiterspringen. Aber es geht. Okay. Mitten durch die Ebene. Kein Problem. Okay, cool. Da unten rechts neben der, also links neben der Karte und rechts im Bildschirm. Das eine ist eine Temperaturanzeige. Das ist erkennbar an unserem Grad-Celsius-Symbol. Aber was ist dieses, Gewabe? Und was ist das da hinten? Okay. Hi. Ah, guck mal an. Gib mir. Genau. Bitte Schiekerstein einsetzen. Cool. Na dann mach mal. Plug dein Handy da rein und dann. Guck doch einfach mal was. Okay. Schiekerstein erkannt. Schiekerturm wird aktiviert. Es kann zu leichten Erschütterungen kommen. Lel? Alright. Der Rumble fühlt sich echt nice an. Also, es ist, also, er rumbelt ganz normal, aber er fühlt sich irgendwie komfortabel an. Er fühlt sich weniger an als dieses Rumble. Aber halt definierter. Es ist HD Rumble. Das ist cool. Das ist neu. Das funktioniert schön. Okay. Nice. Was auch immer ich getan... Freies WLAN für alle! Komm schon! Ach, okay, er hat mich direkt mit dem Turm hochgerissen. Turm des Plateaus. Karteninformationen werden übertragen. What the fuck? Das ist... Ohne Scheiß, das ist... Das war leicht missverständlich. Es ist Zelda. Aber echt eine total neue Formel. Wir haben echt die Zelda-Formel komplett umgeschrieben. Gefällt mir aber. Also ich lasse mich auf den neuen Kram ein. Also es wird wahrscheinlich echt definitiv Leute geben, die sagen, oh, das war jetzt komisch so. Ist es auch, aber irgendwie cool. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Josh! Erinnere dich. Hä? Erinnere dich. Hä? Erinnere dich. Hä? 100 Jahre lang hast du geschlafen. Muss doch ein harter Kater gewesen sein. Wenn dieses Ungeheuer seine vollständige Kraft wiedergewinnt,
ist die Welt dem Untergang geweiht. Das Spiel kommt echt schnell zur Sache, oder? Jetzt geh. Es bleibt nicht mehr viel Zeit. Beeile dich. Beeile dich. Cool. Okay. Cool. Geschafft. Puh. Alles klar, Leute. An der Stelle werde ich die erste Folge jetzt beenden. Ich habe genauso viele Fragen wie ihr. Bleibt einfach stay tuned, okay? Bleibt einfach mal auf dem Kanal. Ich werde so schnell wie möglich mehr Folgen veröffentlichen. Unter dem Veto, dass es sich nicht zu sehr mit unserem normalen Upload-Plan in die Haare bekommt. Also es gibt jetzt nicht wie, keine Ahnung, damals Hyrule Warriors, täglich Zelda und am besten noch zwei Folgen. Ich weiß, ich hätte selbst Bock drauf. Total. Aber wir haben momentan so viele Projekte. Und mit wir meine ich auch Lutz und Kenji. Das ist immer noch ein Gemeinschaftskanal und ich werde jetzt nicht alles mit Zelda überfluten. Ja? Ich werde Zelda überall reinschlängeln, wo geht, und werde jetzt auch erstmal, weil, komm schon, fuck, es ist Breath of the Wild, okay, es ist da, ja, also kommen jetzt meine Projekte natürlich, also sagen wir Doom und so, erstmal ein bisschen weniger, ja, easy, habt ihr definitiv keinen Stress mit, ansonsten beschwert euch in den Kommentaren und ich werde es wieder ändern, aber, okay, so viel Zelda wie möglich, das ist die Message, alles klar, so. Also, wenn ihr zur ersten Folge Breath of the Wild gerade erst neu auf dem Kanal seid, es freut mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Ich bin an der Stelle raus für heute. Ihr könnt immer noch gerne liken, abonnieren, kommentieren und oder teilen. Alles vier. Super, super lieb von euch. Ich bin raus für heute. Blank out!